Ja, toll. Also sobald eins der Enkel angegriffen wird, haben wir ein Problem. Ja, du ignorierst trotzdem den Kleinen. Wir müssen die Große jetzt möglichst schnell down bekommen. Die Schrotflinte Grandma. Sehr gut. Du dahin, Messer den Enkel. Du dahin, Messer den Enkel. Du dahin, Knüppel den Enkel. 12, sehr schön. Ball von hinten. Gegnerzug. Hey, 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 sie schießt mal nicht auf Ovich. Sie schießt auf den Chef. So, Chef, Knüppel. Zack. Ovich. Geh mal dahin. Schieß. Und geh dann dahin, dass du von da angreifen kannst nächste Runde. Du kommst leider nicht ganz ran. Gehst dahin. Du gehst dahin und schießt. Mit der letzten Gewehrkugel, weil das mehr Schaden macht. Außer man schießt natürlich daneben, dann macht es gar keinen Schaden. Runde beenden. Mal gucken, ob sie jetzt wieder auf den Chef schießt. Ja, tut sie. Okay, ich glaube, ich habe den Kampf verstanden. Wir dürfen gar keinen Enkel angreifen. Und wenn sie einmal sich ein Ziel aussucht, dann schießt sie da immer und immer und immer und immer wieder drauf, bis der tot ist. Und wir kommen in unserem Bandagen dann nicht so wirklich gut nebenan, hinterher. So, du messerst von der Seite. Du gehst dahinter. Ist der Flammenwerfer schon wieder bereit? Ja. Nicht gut. Kannst du noch weggehen? Ja. Geh weg. Du, Flammenwerfer. Oma, mit Glück. Sehr schön. 22 plus Folgeschaden. Sauber. Du schießt bestimmt wieder auf den Colonel. Oder wie hieß er? Sullivan. Seinen Rang weiß ich gar nicht. Du. Ja, 40. Okay. Oh, und mit dem Rücken zu uns. Das lasse ich mir nicht entgehen. Du, nee, nimm mal nicht die Baseballschläger, sondern das, was am meisten Schaden macht. Das ist ein Sturmgewehr im Nahkampf. Genau, 22, sehr gut. Du benutzt wieder eine Bandage. Heile Bandage, Cole Sullivan. Mhm. Du dahin, Messer, Oma. Du Schrotflinte im Nahkampf. Müsste eigentlich gut Schaden machen. Ich guck mal. 13. Naja. Die hält noch gut zwei Runden aus. 10. Wieder auf den Chef. Aber nur 28 Schaden. Hm, warum? Na gut, nicht hinterfragen. Axten. 12 Schaden. Ja, und wir verbrauchen keine Munition. Das ist schon mal sehr gut. Du, Messer. Dann gehst du bitte weg. Dann gehst du bitte dahin. Dann nimmst du bitte Messer. Und dann machst du bitte... So, du hast keine Muni mehr. Baseballschläger. Weil du dich nicht selber heilen musst, weil du über 50 Lebenspunkte hast. Und das kriegt sie auf keinen Fall mit einem Schwung klein. Und Glück. Sehr gut. Nächste Runde bist du tot, Oma. Oh. No. 36, sehr schön. So, du axt sie. Du Baseballkeule sie. Und sie hat nur noch einen Lebenspunkt. Komm! Das kriegst du hin. Ja. Du, Genauigkeit. HP. Sehr gut. Sieg, ja.
mit ganz vielen Bandagen erkauft. Enkel, Enkel, Grandma. Schließen. Du. Bandagen auf. Ovitch. Ovitch, Bandagen auf. Chef. Ovitch. Bandagen auf. Chef. Chef. Macht erstmal nix. Hand. Oh, die Hand könnten wir vielleicht bei dem Scanner gebrauchen. Weil alle Viecher, die wir jetzt gerade töten, das waren mal Menschen. Also vielleicht gilt der Handabdruck noch. Hand eines Monsters in tadellosem Zustand. Ja, okay. Jetzt bitte gib mir ganz viel... Muni, 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 Muni. Ja, Wurfmesser, Pfeilpistole, Pistolenmuni. Und zwei Granaten. Alles nehmen. Warum geht hier nur einer rein? Das ist komisch. Raus. So, verteilen wir mal das gute Zeug. Pistolenmuni haben eigentlich noch alle. Du kriegst mal vier ab. Granate bekommst du eine. Pfeilpistole. Pistole mit lebenden Pfeilen. Das heißt, das Ding verbraucht auch keine Munition. Zurück. Null Pfeile. Ja, also wir haben... wir haben eine Pfeilpistole ohne Pfeile. Wurfmesser. Maximal Schaden. Leichtere, werfbare Version des Bajonetts. Okay. Granate. 30 Schaden, auch gut gegen mittlere Panzerung. Eine LT-135 MK-2 Handgranate. Gut. Also, Pistolen sind momentan das Mittel der Wahl. Für eigentlich alle, außer für ihn. Er hat das Messer. Es wäre echt praktisch zu wissen, ob er jetzt bleibt oder nicht. Also zum einen wegen dem Heilen. Wir sollten ihn sonst irgendwann mal heilen. Und zum anderen wegen den Waffen. Weil wir könnten ihm sonst Handgranaten geben und... naja, sonst nicht so wirklich viel, ha? Ein Wurfmesser vielleicht. Komm, ich gebe ihm mal 4 Wurfmesser, damit er auch eine Fernkampfwaffe hat. So. Und wenn er jetzt abhauen sollte, ist es nicht ganz so schlimm. Wir haben jetzt, ich glaube, das waren 5 Bandagen und recht viel Muni getauscht gegen viel weniger Muni, eine Waffe ohne Munition und Wurfmesser. Das war kein guter Tausch. Also wenn ich nochmal anfangen würde und Powergaming betreibe, dann würde ich das hier, glaube ich, komplett auslassen. Das muss nicht wirklich sein. Aber na gut. Sollte ja eigentlich möglich sein, alle Kämpfe zu bestehen. Steine? Und die müssen wir bestimmt wegsprengen. Ein paar Steine, ja. Transmitter. Nee, wir haben keinen Sprengstoff. Okay, also wir merken uns, hier unten brauchen wir Sprengstoff und sonst ist da nichts. Und weitergehen, 2. Ich rieche einen Kampf. Tür. Komme ich... Achso, zur Leiter muss ich hin. Stopp, darum. Leiter. Tür. Bitte mehr Muni. Nein, nicht er. Tresor. Sehr massiver Tresor mit Codeschloss. 6, 2, 1, 3. 0, 0. Also, wie viele Stellen hast du? 4, 5, 6, 7. 7-stellig. Oder 8. Ich habe bisher aber nur dieses BT6213 aufgeschrieben. BT6213. Ja, nö. Sonst haben wir auch nichts zum Anklicken, keine Hinweise oder so.
Okay, also auf dem Boot oben ist wohl Munia und braucht irgendein Passwort. Und da ist ein singender Mutant. Abstand halten! Sieht nach einem Kampf auf Leben und Tod aus. Seltsam. Irgendetwas sagt mir, dass wir versuchen sollten, ihn zu beschützen. Tolle Idee. Wir verschwenden unsere Zeit damit, einen Dämon zu retten, der uns bei nächster Gelegenheit in den Rücken fällt. Trantin, du bist ein wahres Genie. Ja, ist er wahrscheinlich. So, Gassier, das war ein Fernkämpfer und das ist auch ein Fernkämpfer. Der singende Mutant hat ganz viele Lebenspunkte. Kommen wir da durch? Nee. Okay, du kannst auf ihn schießen? Nein. Du kannst nicht über... Okay. Du kannst überall hin. Wie genau stellt ihr euch das vor? Wir sollen uns darauf stürmen? Oder wie? Wir könnten die Handgranate schmeißen. Oh nee. Oh ja, warte mal, damit können wir hier hin. Den können wir schon mal anzünden. Ja. Du gehst hinterher. Du gehst hinterher. Du gehst hinterher. Die haben zwar so einen Mini-Flächenangriff, aber der ist nur zwei Felder nebeneinander, nicht hintereinander, wenn ich es richtig gesehen habe. Wie viel Schaden machst du? 14. Und wir haben 6 Runden. Was kriegen wir hin? Oh, 30. Okay. So, Spielerzug. Du wechselst Waffe auf Axt. Stellt sich dahin. Und axt ihn. Mit Glück. 16. Der ist nächste Runde tot. Den können wir ignorieren. Du stellst dich dahin. Du stellst dich dahin. Du läufst darauf. Alle fertig. Alle fertig. Bang. Sehr gut. Ovich wird gleich von dem anderen angeschossen. Entweder das oder der singende Mutant bekommt dann ab. Ich bin eher für den singenden Mutanten. Genau. Weil der hat noch genug Lebenspunkte. Brauchen wir nicht. Du stürmst in die Richtung. Du hast noch mehr als genug Leben. Du stürmst ebenfalls vor. Bloß nicht nebeneinander stellen, Jungs. Sonst ist alles gut. Und wenden. Jo, gib ihm. Besser er als wir. So, du. Ovich. Flammenwerfer. Jo. Sehr gut. Levelaufstieg. Du, Entspanntheit 16 von 20. Du hast doch fast keine... Na gut. Glück, Glück. Glück, 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 Glück. Kritischer Schaden ist immer sehr praktisch. So, du gehst dahin. Schießt den einmal an. Du bist auch ein Level-Up. Du gehst auf 95% Genauigkeit. Entspanntheit auf 15. Und Glück, Glück. So, 27. Du müsstest jetzt 8 Schadenspunkte machen. Oh, nicht nebeneinander stehen, da war was. Kannst du noch weggehen? Ja, geh mal weg. Du Handgranate. Nein, du Pistole. Auch wenn das keine 8 wäre. Oh, wow. Okay. Nein. Einer fehlt, glaube ich. Geh mal zur Seite. Du kannst nichts machen, okay. Komm schon. Geh zum singenden Mutanten. Der ist viel gefährlicher als wir. Ovich. Jo. So. Du. Dahin. Ja, komm, das machen wir mit einer Nahkampfwaffe. Ovich, Axt.